Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld im Rahmen von Transparenz TV. Wir haben eine erste Sendung produziert zum Thema Ägypten, 10 Jahre jetzt, wo die Arabellion stattgefunden hat, Mubarak gestürzt wurde. Und ich freue mich, dass auch heute wieder Frank Ferenczky, der Chef von Transparenz TV, mit dabei ist. Herzlich willkommen. Ägypten, Clemens, liegt ja eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent. Und wenn wir über Ägypten in der Berichterstattung hören, berichten wir eigentlich über den arabischen Raum. Welche Identität hat Ägypten eigentlich? Nun, Ägypten ist ganz klar eine arabische Identität. Es ist eine Identität, wo zwei Weltreligionen zusammenleben. 10% Christen, die zuvor da waren. Seit dem 1. Jahrhundert, als der Evangelist Markus dort in Alexandria gewirkt hat, gibt es Christentum seit 2000 Jahren. Im 7. Jahrhundert dann kam der Islam dazu. 90% sind heute muslimisch, 10% christlich. Das Arabischsein und auch die Identität über die Religion machen die Identitäten dieses Landes aus. Trotzdem, geografisch liegt Ägypten auf dem afrikanischen Kontinent. Interessiert sich die ägyptische Politik in irgendeiner Form für Afrika? Gibt es da Kontakte? Gibt es da Überlegungen? Ägypten ist Mitglied der Arabischen Liga. Wie sieht es politisch Richtung Afrika aus? Ägypten ist sogar gezwungen, mit Sudan, mit Äthiopien eng zu verhandeln, weil durch den Nil, der Nil ist die Lebensader Ägyptens, sind alle drei Länder engstens verbunden. Ein Staudammprojekt in Äthiopien gefährdet im Moment die Wasserversorgung auch für die Ägypter. Insofern muss auch die ägyptische Regierung mit Sudan und mit Äthiopien Verhandlungen führen, damit zukünftig auch der Nil, wo das ganze Leben sich abspielt, vielleicht können wir die erste Folie mal einblenden, eigentlich alle großen Städte, Gizeh, El Minya, Asyut, Schark, Luxor, alle großen Städte liegen am Nil, weil dort, wo Wasser ist, ist Leben möglich. 3% der Landesfläche beherbergen 100% der rund 90 Millionen Menschen in Äthiopien. Und das zeigt, wie wichtig das Wasser ist und natürlich auch die Verbindung zu den anderen afrikanischen Staaten, die ebenfalls am Nil liegen. Die heutige Sendung möchte in den Mittelpunkt drücken Hoffnungsprojekte. Wir hatten bei der ersten Sendung mehr politisch gesprochen. Heute möchte ich gerne berichten. Und ich beginne mal mit diesem Handarbeitszentrum, das mich beeindruckt hat, weil dort fairer Handel stattfindet. Eine faire Handelsbewegung, die vielen Menschen in Ägypten Arbeit, Lohn und Brot und damit auch Würde gibt. Es kommen in diese Läden auch aus den afrikanischen Ländern. Diese beiden Besucherinnen, die wir hier sehen, waren aus Saudi-Arabien. Und es war spannend für mich zu sehen, was wird dort angeboten, zum Beispiel aus einer Kooperative Al-Fayyum, wo Korb geflochten wird. Auch diese Produkte waren hier dargestellt. Wie ist denn das Thema Arbeitslosigkeit in Ägypten? Die Arbeitslosigkeit liegt sehr hoch. Und die Wirtschaft kann nicht in ausreichendem Maße Arbeitsplätze bereitstellen, aufgrund der ganz großen Demografieprobleme. Es wachsen sehr viel mehr Menschen nach. Im Jahre 2050 rechnet man mit 153 Millionen Menschen in Ägypten. Und deswegen bräuchte es Arbeitsplätze wie hier Sekem. Das ist eine große biologische Farm, wo 3000 Arbeitsplätze entstanden sind. Wir hatten hier eine Begleiterin, die uns gezeigt hat, wie junge Menschen hier die Chance haben, entweder als Schlosser ausgebildet zu werden, ein junger Freiwilliger, der hier seinen Dienst geleistet hat. Es gab auch eine gut ausgestattete Schreinerei und dieser junge Mann hat Körbe gemacht, Taschen, wo man Werkzeug reintut, auch äußerst sinnvoll. Und da auf dem nächsten Bild allein 7 verschiedene Schulen für die Angehörigen auch dieser 3000 Beschäftigten. Man sieht keinen rechten Winkel an dieser Schule und von daher ist auch klar, es ist Waldorfpädagogik. Rudolf Steiner, der hier gelehrt wird und auch die klassischen Fächer Eurythmie, Werken, all das spielt hier eine Rolle.
Man sieht es auch hier an diesem wunderschönen Schulgebäude. Es gibt Schuluniformen, damit sind auch die sozialen Unterschiede ein Stück nivelliert. Und die Eltern, die ihre Kinder hier auf eine dieser 7 Schulen schicken können, die haben das Große losgezogen, weil die Pädagogik hier hervorragend ist. Diese Frage wollte ich unbedingt stellen. Wie ist eigentlich der Zugang zu diesen Schulen? Man muss ja sozusagen schon ein Netzwerk haben, dass man weiß, diese Schulen, diese Projekte entstehen. Und dann muss ich Zugang finden. Sind das schon wieder, sage ich mal, privilegierte Bevölkerungsgruppen, die so gut vernetzt sind, dass sie Zugang zu solchen Schulen auch haben können? Jein. Also wenn zum Beispiel die Eltern Arbeit gefunden haben im Bereich Landwirtschaft oder im Bereich Textil, dann... Es gibt ein Aufnahmegespräch, haben auch die Kinder Chancen, dort aufgenommen zu werden. Auf den Privatschulen muss man zahlen. Das bedeutet, dass eigentlich nur die Mittelschicht und auch die Oberschicht die Möglichkeit hat, ihre Kinder auf diese Privatschulen zu schicken. Man weiß in Ägypten, dass tatsächlich die staatlichen Schulen nicht in der Lage sind, die Grundrechenarten manchmal bis zum Ende der Schulzeit den Kindern so beizubringen, dass sie gut durchs Leben kommen. Und das ist tatsächlich ein großes Dilemma in Ägypten, die Misere des Schulsystems. Sind solche Einrichtungen der berühmte heiße Tropfen auf dem Stein oder schaffen die tatsächlich Kapazitäten, dass es für die ägyptische Gesellschaft spürbar ist? Also das sind jetzt 3000 Arbeitsplätze und wir schauen uns nochmal an. Eine ganze Menge. Das ist hier eine Lagerhalle. Man sieht auch die 8 Unterabteilungen von Sekem. Was mich sehr gefreut hat, man sieht links eine Frau und rechts einen Mann. Das ist nicht selbstverständlich in einem muslimisch geprägten Land, dass also Männer und Frauen gemeinsam an den Arbeitsstellen sind. Es gab am Mittag eine gemeinsame Mahlzeit. Es gab Gesundheitsversorgung. Hier nochmal ein Blick, wo Ware hergestellt wird. Das heißt, es ist nicht nur ein Rohstofflieferant dieses Ägypten, sondern dort wird auch Ware produziert, die entsprechend mit Gewinn dann auch verkauft wird und wo der Gewinn im Land bleibt. Wir hatten bei dieser Reise auch dabei festgestellt, es gibt kleine Solarspiegel auf der Sekem Farm und zu meiner Überraschung aus dem Allgäu wurden besonders widerstandsfähige Rinder eingeführt, die dort für die Verarbeitung von Milchprodukten, alle Arten von Joghurt und so weiter gehalten werden. Auch das eine tolle Sache. Und das ist das Verkaufsgebäude und Lagerraum, wenn man da einen Blick reinwirft, sehr großzügig. Und man findet auch zum Beispiel in Deutschland in Alnatura-Läden getrocknete Teesorten, die dort verarbeitet werden und die man in Deutschland dann kaufen kann. Also wir haben ja gerade die Infrastruktur gesehen, wir haben auch die Gebäude gesehen. Das ist ja kein Schrott, das sind keine Hilfsbauten, das sind ja richtig gute, komfortable, hervorragende Gebäude, wertvolle Infrastruktur, finde ich sehr beeindruckend. Absolut. Das Ganze geht zurück auf den Herrn links, das ist Dr. Ibrahim Abuleish, der in Deutschland studiert hat, er ist Mediziner und auch Biologe. Und er hat ein System entwickelt, wie man zum Beispiel an die Pflanzen, an die Kapillare, durch dünne, feine Leitungen, die unter der Erde verlaufen, das Wasser so zielgerichtet an die Wurzelspitzen bringt, dass man heute nur noch ein Drittel der Wasserverbrauchsmengen hat, die man vorher hatte. Vorher ist alles oberirdisch verdampft. Rechts daneben Magdi Gohari, mit dem ich über Satzreisen die Zivilgesellschaft Sekem besucht hatte. Ich möchte noch mal zu diesem Foto etwas sagen. Weil wir haben das in Ihren Sendungen und in Ihren Präsentationen immer wieder, dass Sie Menschen zeigen, die etwas machen. Und ganz oft Einzelpersonen. Und man merkt einfach an diesen Bildern, dass einzelne Vertreter der Zivilgesellschaft einfach unheimlich was bewirken können. Wir haben ja bei uns ganz oft den Eindruck, so, ach, ich bin so ein kleines Licht, so ein kleines Rädchen, ich kann sowieso nichts machen. Diese Bilder, die Sie haben, zeigen tatsächlich, Sie können in den Regionen, dass einzelne Akteure tatsächlich etwas bewegen können. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ibrahim Abuleish hat den Alternativen Nobelpreis, den Livelihood Award, bekommen. Zu Recht, finde ich, für dieses Lebenswerk, was er hier geschaffen hat. Und also mich hat das sehr überzeugt und ich wünschte Ägypten Hunderte, vielleicht sogar Tausende solcher sinnvoller Arbeitsplätze, wie er sie geschaffen hat.
durch die Arabellion ist auch dieses Projekt teilweise in Turbulenzen gekommen, weil Gelder dann über Monate nicht ausgezahlt werden konnten, kurzzeitig auch die Gesundheitsversorgung gefährdet war. In Deutschland, die GLS-Bank hat auch eine Stiftung und auch dort gibt es in Deutschland Unterstützungsmöglichkeiten, SEKIM einfach ganz auch über Spenden mit zu fördern, auch über Freiwilligendienste, die dort nach wie vor möglich sind. Wie geht die ägyptische Administration mit solchen Playern der Zivilgesellschaft um? Das sind ja einzelne Personen. Da kann ich mir vorstellen, die Administration denkt, der macht was in unserem Brit sozusagen. Auf der anderen Seite haben diese Menschen auch internationale Anerkennung und Ansehen. Kriegen die Steine in den Weg geworfen oder wird gesagt, hey, das ist ein positiver Ansatz, das unterstützen wir? Also in dem Fall war es so, es brauchte ja Ländereien. Und da hat auch der Staat mitgespielt und kooperiert zu noch vernünftigen Preisen damals bei der Gründungsphase. Das Land zur Verfügung zu stellen, die mussten das schon kaufen, aber eben zu Preisen, die noch vertretbar waren, dass das ganze Projekt auch funktionieren konnte. Also es gibt tatsächlich auch dann Unterstützung für sowas? Es gibt, also inzwischen lebt das Projekt ohne staatliche Förderung, da sind sie sehr stolz drauf. Die Eltern bezahlen auch Schulgeld, das ist auch notwendig. Aber ansonsten durch den Verkauf trägt sich dieses Projekt seit vielen Jahren inzwischen. Beeindruckend. Mich hat auch diese Fayum Agroorganische Entwicklungsgesellschaft sehr fasziniert. Das ist ein Dorf. Fayum ist eine Oase. Dort, wo es Wasser gibt, gibt es Leben. Unterstützt auch von der Europäischen Union. Und diese Frau ist Töpferin. Ihre Tochter, die schaut ihr zu. Sie ist selbstständig und hat uns auch mit Stolz ihre Waren gezeigt. Sie töpfert, sie bemalt und glasiert und lässt dann brennen. Die Schale rechts mit den roten Kreisen, die steht bei mir jetzt zu Hause. Ich habe die mit nach Hause genommen, weil sie mir so gut gefallen hat. Und diese Frau hat auch die Möglichkeit, mit einem Tuk-Tuk ihre Ware auf den Markt zu bringen, um dort eben Einkommen zu generieren. Und Arbeitsplätze ist das, was dieses Land braucht. In Fayum gibt es auch diese Frauen. Früher wurde das Getreide, wenn es gedroschen war, oft abgefackelt. Das war eine Umweltverschmutzung. Es gab Rauchwolken. Und irgendwann kamen diese Frauen auch auf die Idee, wir könnten doch aus diesem sogenannten Abfall Körbe machen. Und diese Körbe werden jetzt auch zum Beispiel in Deutschland über die Eine Weltladenbewegung angeboten, wodurch diese Kooperative, die Frauen sind selbst verwaltet, Einnahmen haben. Das heißt, hier passiert keine Ausbeutung, sondern die Frauen haben es selbst in der Hand. Auch das ist ein Vorzeigeprojekt. Auch hier wiederholt sich das, was wir auch in vielen Ihrer Sendungen gesehen haben. Auch in den Ländern, in denen die Rechte der Frauen eingeschränkt sind, haben wir sehr viele Frauen als zivilgesellschaftliche Akteure. Ja. Finde ich sehr beeindruckend, dass es das gibt. Haben die mit doppelten Schwierigkeiten zu kämpfen? Jein. Teilweise ist es schwer. Also ich sage mal die Schwierigkeiten auch vielleicht am nächsten Beispiel noch. Man sieht es zwar von außen nicht, weil oben drüber Wohnhäuser oder Wohneinheiten sind, aber unten ist hier rechts in diesem Gebäude eine Schreinerei. Und auch hier, zu meiner großen Verwunderung, nur Frauen an den Werkbänken. Und sie haben gesagt, cool. Wir haben uns geeinigt, dass Montag, Mittwoch, Freitag die Frauen an den Werkbänken stehen und Dienstag, Donnerstag Samstag eben entsprechend die Männer. Das heißt, man hat hier einen Weg gefunden, dass beide Geschlechter gleichberechtigt auch an den Werkbänken sind. Und dort werden diese wunderschönen Holzarbeiten gemacht. Auch die Frauen können davon leben. Und sie sehen hier, also manche sogar nur mit C-Schlitz, die anderen mit Kopftuch. Ägypten ist ein durch und durch auch von dieser 90-prozentigen Mehrheit geprägtes islamisches Land. Und daher können die Frauen auch nur verschleiert eben auch zur Arbeit gehen. Die 10% Christen haben wie hier Möglichkeiten, in ihren Kirchen ihre Gottesdienste zu feiern oder sie betreiben wie hier auch eigene Krankenhäuser und Hospitäler. Solange die Mubarak-Diktatur war, war das Land stark unter der Knute. Und in dieser säkularen Diktatur konnten beide ihren Kult, ihre Religion ausüben.
Durch die Arabellion sind Dinge ins Rutschen gekommen. Mursi war dann ein Jahr lang Muslimbruder, Präsident. Und es gab große Spannungen, die nach wie vor nicht ausgestanden sind. Auch der Botschafter des Vatikans sagte uns, wir haben ein großes Problem. Viele Christen sitzen auf gepackten Koffern, weil es tatsächlich auch Pogrome gegen Christen gegeben hatte im Land. 2012 war ich dann auch noch mit dem Versöhnungsbund in Ägypten. Wir haben eine internationale Delegation zusammengestellt. Unser früherer Präsident bzw. Vorsitzender Dr. Matthias Engelke und seine Frau Beate unterstützen seit über 3 Jahrzehnten Straßenkinder in Kairo und Alexandria, vor allem in Alexandria. Und was man hier im Bild sieht, ist das La Salle College. Es ist wichtig in diesem Land, dass auf eine solche Schule nicht nur Christen gehen, auch wenn das von Christen betrieben wird, sondern 2/3 sind Muslime, mindestens 1/3 Christen. Ansonsten wäre nicht die Akzeptanz aufgrund einfach der Verhältnisse 90% Muslime und 10% Christen. Für uns ungewohnt, ich habe da ein Bild morgens auf dem Zimmer, wir haben da auch gewohnt, aufgenommen, ein Appell, wo einige der Schulklassen sind, insgesamt 2200 Schülerinnen und Schüler, auch eine Abteilung für Menschen mit Behinderung. Eine kurze Ansprache und dann gehen sehr diszipliniert die Klassen in ihre Räume. Jetzt müssen Sie mir natürlich verraten, was der Schuldirektor den Schülern erzählt hat. Ich habe es mir nachher übersetzen lassen. Es war eine Ansprache, wo erst also sozusagen die Einheit und auch die Disziplin beschworen wurden, okay, dass man nachher einen guten Unterricht miteinander hat. Dieses wunderschöne Gebäude, ja, das ist wirklich schön, beherbergt die Botschaft des Vatikan. Und unsere Delegation des Internationalen Versöhnungsbundes war, man sieht rechts, die damalige Vertreterin der europäischen Zweige. Und auch unsere internationale Präsidentin, Davorka Lovrekovic. Links, der zweite neben dem Botschafter, ist der Chef der Caritas in Ägypten, der für uns auch ein sehr gutes Programm zusammengestellt hat. Und der Botschafter Fitzpatrick aus Irland sagte uns, dass also er hofft, dass es auch für die Christen weiterhin in Ägypten eine gute Zukunft gibt, aber sie brauchen auch die Unterstützung aus den anderen Ländern. Also die Arbeit der Caritas wäre nicht möglich ohne Unterstützung auch aus Deutschland, aus anderen Teilen der Welt. Was resultiert eigentlich aus solchen Besuchen? Kommen dann zivilgesellschaftliche Aktivitäten zustande oder ist das eher, sagen wir mal, so eine Art Bildungstourismus? Nein, also ich habe die letzten Jahre immer wieder Vorträge zum Thema Christen in Ägypten auch gehalten. Ich werde heute Abend auch in der Sendung nochmal zeigen, dass also es Möglichkeiten gibt hier über die Caritas Salzburg. Die Caritas in Österreich ist zuständig für die Förderung und ich fordere und habe immer wieder auch eingeladen, unterstützt die, spendet, um diese Partnerschaften zu stärken. Links von Herrn Fitzpatrick ist Dr. Matthias Engelke und sein Verein für die Unterstützung von Straßenkindern in Deutschland. Auch da sind Spendenbescheinigungen möglich. Die sammeln auch jedes Jahr Tausende von Euro, um diese Arbeit der Caritas in Ägypten zu unterstützen. Also ich glaube, es gibt schon auch, also insbesondere über diese Vereine und über die Caritas eine intensive Zusammenarbeit. Für mich selbst, ich bin als Friedensreferent tätig, waren diese Begegnungen wie hier mit Gregorius Laham dem III. Er ist der Patriarch für die gesamte melkitische Kirche, auch für Syrien, für den Libanon, für Ägypten. Und zu meiner großen Überraschung sprach er auch Deutsch und hat uns gesagt, wenn ihr weiter nur Interesse an Öl und Geld habt, an dieser Region, dann werden wir Christen alle Kandidaten zum Auswandern sein. Und diese Botschaft hat er mich gebeten, nimm die mit nach Deutschland, sprechen Sie darüber und vor allem vergessen Sie uns nicht und vergessen Sie auch nicht, dass das Christentum seinen Weg von dort genommen hat nach Europa und nicht umgekehrt. Das waren die ersten Glaubenszeugen, auf deren Rücken auch wir in Europa mit unserem christlichen Abendland stehen. Inwieweit stehen denn in der aktuellen ägyptischen politischen Entwicklung die Christen jetzt unter Druck in Ägypten?
Es hat in den vergangenen Jahren Anschläge gegeben auf Kirchen. Teilweise waren sogar Muslime zu den Weihnachtsgottesdiensten oder den Hauptgottesdiensten auch an Ostern in die Kirchen gegangen, haben das vorher angekündigt, um zu sagen, Leute, macht keine Terroranschläge, ihr würdet sonst auch muslimische Glaubensbrüder ermorden, sofern die Attacken eben. Das war beeindruckend, ja. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Vor ein paar Monaten hat Präsident al-Sisi, der eine harte Hand fährt, einen harten Kurs gegen die Opposition. Es sind jetzt mehr Oppositionelle in den Gefängnissen als zu Zeiten von Mubarak. Es wird in den Gefängnissen gefoltert, es wird misshandelt, die Gefängnisse sind überfüllt. Aber gegenüber den Christen hat er sich versucht, als Schutzmacht zu präsentieren, hat eine große Kirche mit 8000 Plätzen selbst eingeweiht, war dabei, sich im Gottesdienst gezeigt, um damit ein Signal zu setzen, schaut her, ich bin euer Präsident auch, auch für die 10% koptischen Christen bin ich der Präsident. Also warum hat er das gemacht? Auch aus Gründen des internationalen Ansehens und Unterstützung? Es hilft ihm natürlich in Rom, im Vatikan. Papst Franziskus hat ihn auch dafür gelobt. 10% ist nicht wenig. Immerhin jede 10 Personen eben ist auch in Ägypten christlichen Glaubens. Und natürlich hilft es ihm auch, wenn er diese starke Gruppe, die einen größeren Einfluss sogar noch hat, aufgrund der Tatsache, dass in den höheren Bildungsrängen mehr Christen zu finden sind als Muslime. Von daher ist es wichtig, dass er diese Gruppe auch hinter sich bringt und damit auch Geschenke macht. In unserer ersten Sendung zu Ägypten haben Sie gesagt, die Menschen in Ägypten sind sehr religiös. Es gibt nicht die Vorstellung, dass man Mitglied einer Kirche ist, so wie bei uns, und eben nicht religiös aktiv ist. Wie stark religiös verankert sind die Christen in Ägypten? Sind sie ähnlich religiös oder ist das dann doch etwas, sage ich mal, gedämpfter? Sie sind sehr stark und ich habe den Eindruck, überall dort, wo Christen Minderheiten sind, gibt es eine Notwendigkeit, besonders die Identität zu pflegen. Ich hatte bei einem Besuch mal die Luft angehalten, als ein Pfarrer mir sagte, wir haben hier auch Konversionen, das heißt Leute, die vom muslimischen Glauben zum christlichen wechseln, weil eigentlich ist das im Islam nicht vorgesehen. Es gibt sogar Länder, da steht die Todesstrafe drauf. Pakistan ist ein extremes Beispiel auch. Das heißt, eigentlich wird sowas sehr moderat gehandhabt, um die andere Seite nicht zu provozieren. Aber die Christen, weil sie die ältere Religion in diesem Land sind und 600 Jahre schon vor den Muslimen dort war, fühlen die sich als die eigentlichen Ägypter und haben auch fast noch einen größeren Stolz und ein mehr an Selbstbewusstsein als die Muslime, wo manchmal die Christen auch so durchblicken lassen, also wir waren die, die zuerst hier waren und ihr seid später gekommen. Das macht sie bestimmt nicht beliebter. Das führt dann manchmal auch zu Rivalitäten, gerade auch aufgrund der Tatsache, dass die ökonomische Situation bei den Christen deutlich besser ist als bei der anderen Seite. Ägyptische Demokratische Akademie, das ist auch ein Besuch, wird die Revolution in Nordafrika, wird der Funke der Arabellion überspringen? Gute Frage. Wir sehen hier drei der Aktivistinnen damals 2012 und ich möchte besonders hinweisen in der Mitte auf Esra Abdel Fattah. Auch sie war eine der Hauptaktiven beim Sturz von Mubarak 2011, hat auf den Bühnen gesprochen, hat organisiert und ihr Einsatz war so groß, dass sie dafür sogar für den Friedensnobelpreis nominiert worden ist. Was machen diese jungen Leute dort oder was machten, muss ich sagen, in der Vergangenheitsform, man sieht es hier an dem Plakat, wie wähle ich? Wie wähle ich so, dass meine Stimme, wenn ich sie in die Wahlurne werfe, nicht wie auf der linken Seite einfach in den Mülleimer landet und wertlos ist, sondern wie kann ich mit meiner Stimme demokratisch etwas bewirken? Sie haben uns auch erklärt, sie machen Seminare und Fortbildungen, wie stelle ich Anfragen ans Parlament? Ein Parlament, was nach dem Sturz des Diktators auf einmal rechenschaftspflichtig war. Das heißt wirklich demokratische Basisarbeit im besten Sinne. Und Esra Abdel Fattah, an dieser Stelle ein Aufruf, ist inzwischen im Gefängnis. Das ist ein relativ aktuelles Bild vom letzten Jahr. Sie ist im vergangenen Jahr bei einer Demonstration auf dem Tahrirplatz festgenommen worden von der Polizei.
Sie wollte nicht die PIN-Nummer ihres Handys herausrücken, weil die Polizei herausfinden wollte, mit wem hat sie Kontakt, wer ist in ihrem Adressbuch. Und weil sie niemanden verraten wollte, ist sie dann schwer misshandelt, gefoltert worden. Sie ist jetzt im Gefängnis, war dann sehr lange im Hungerstreik. Zusammen übrigens, sie ist nicht die einzige Menschenrechtlerin, die derzeit sitzt und die von Amnesty Ägypten auch betreut wird. Und ich möchte an dieser Stelle auch aufrufen, schreiben Sie an Info Amnesty Ägypten und fordern Sie die Freilassung von Esra Abdel Fattah, damit diese mutige Frau, die ich persönlich auch kennengelernt habe, als eine absolut faszinierende Persönlichkeit, endlich wieder auf freiem Fuß kommt und ihre Menschenrechtsarbeit fortsetzen kann. Ist internationaler Druck gerade bei einer so prominenten Person tatsächlich so wirkungslos? Er ist nicht wirkungslos, weil sogar die US-amerikanische Administration unter Trump sich inzwischen für sie eingesetzt hat. Und trotzdem glaubt noch immer al-Sisi sich als stark genug, sie weiterhin im Gefängnis zu behalten zu können. Ich vermute mal, dass die entscheidenden Stimmen aus den USA kommen werden, weil die US-Regierung hat es in der Hand, 3 Milliarden Dollar allein Militärhilfe an Ägypten. Und wenn der Präsident einmal damit drohen würde, lassen Sie diese politischen Gefangenen, Menschenrechtler endlich frei oder wir stellen die Zahlungen ein oder reduzieren sie. Ich glaube, dass etliche der Menschenrechtler bald frei kämen. Außer zu sagen, das ist auch von der Administration kein schlauer Schachzug, weil natürlich die Prominenz dieser Person dadurch noch weiter erhöht wird. Und wenn sie freikommen, sind sie natürlich noch stärker. Esra Abdel Fattah ist in ganz Ägypten inzwischen ein Begriff und auch international. Also man findet sie auch auf YouTube mit Ansprachen, mit Interviews, die sie gegeben hat. Wir waren weitergereist, dann auch nach Gizeh. Hier so ein typischer kleiner Laden. Viele Menschen, die sich mit Verkauf von Ständen über Wasser halten. Und beeindruckt in Gizeh hat mich dort die Caritas-Zentrale Ordensschwestern, die einen sehr lebendigen Kindergarten betreiben. Im Hintergrund sieht man auch ein Klavier. Die Klassen, die Gruppen sind nicht zu groß. Es geht lebendig zu. Ja, das ist eine Klassengröße, wo man nur sagen kann, da ist noch Unterricht möglich. Oft sind an den staatlichen Schulen 50, 60 bis zu 70 Kinder und die in den hinteren Bänken bekommen nichts mehr mit. Was mich bei diesem Caritas-Zentrum in Gizeh auch beeindruckt hat, war dieser Junge, der auf der Straße lebte, oft in Prügeleien, Gewalttätigkeiten verstrickt war. Und er hat uns erzählt, er hatte früher an Patex geschnüffelt. Tüte über den Kopf gezogen, Patex drunter, quasi aus Mangel an Geld für andere Drogen. Man kann auch von sowas süchtig werden. Und das braucht dann wirklich eine lange und harte Therapie, um von solchen Suchtstoffen wieder wegzukommen. Dieser Junge hat es geschafft und ist jetzt clean. Rechts wieder der Caritas-Direktor von ganz Ägypten, der hier Kinder zeigt, die auch auf der Straße waren. Ich habe dann auch, da war noch keine Luft drin, als ich im Flugzeug Bälle mitgebracht hatte, weil die Kinder auch in Ägypten freuen sich, sind begeisterte Fußballer, auch in diesem Caritas-Zentrum. Das Zentrum ist direkt in Sichtweite der Pyramiden von Gizeh. Man sieht hier unsere internationale Gruppe mit Mitgliedern des Versöhnungsbundes aus 5 Staaten und die Caritas-Mitarbeiter lokal, wo ich auch nur sagen kann, eine tolle Arbeit. Zum Teil mussten sie monatelang auf ihr Gehalt warten, weil auch die Gelder aus Deutschland, aus Österreich, die auf das Konto von Caritas Ägypten kommen, die werden zunächst auf einem staatlichen Konto zwischengeparkt und das staatliche Hilfsprogramm muss dann erst bestätigen, dass sie weitergeleitet werden dürfen. Und wegen der Unruhen damals hat es sehr lange gedauert, auch in diesen Jahren 2011, 2012, bis dann die Mitarbeiter wieder ihren vollen Lohn bekommen konnten. Wir sind dann weitergefahren mit der Eisenbahn über den Hauptbahnhof
Auch da möchte ich jetzt mal kurz eine wunderschöne Architekturanspielung machen. Ein riesiges Bahnhof, wo man sehr bequem in etwas mehr als einer Stunde mit auch einem Intercity von Kairo nach Alexandria fährt. Und wenn man dann in Alexandria an der Corniche am Mittelmeer ankommt, dann ist man in einer anderen Welt. Mhm. Über Gizeh und Kairo, das ist eine Metropole mit 20 Millionen Einwohnern, da hängt jeden Tag eine dichte Smogwolke und man bekommt kaum Luft. Der Verkehr steht. Hier geht es auch nicht gerade gemächlich zu. Aber durch diese frische Luft vom Mittelmeer hat Alexandria eine sehr viel bessere Lebensqualität. Und deswegen, wer immer Geld hat und es kann, der zieht es vor, in der Millionenstadt Alexandria zu leben und zu arbeiten, als in diesem Moloch von Kairo und Gizeh, die zusammengewachsen sind. Nun hat ja Ägypten verschiedene touristische Hotspots, wie Gizeh zum Beispiel, wo Herrschern von Touristen einfallen. Ist eigentlich in den Regionen, Hurghada hatten Sie ja schon mal angesprochen, ist in den Regionen, in denen der internationale Tourismus sich abspielt, das politische, gesellschaftliche Klima anders, entspannter, oder sitzt der Tourismus sozusagen wie ein Ölfilm drüber und darunter ändert sich gar nichts? Oder hat das irgendeinen Einfluss? Das, was in Deutschland die Automobilindustrie für die Wirtschaft ist, das ist in Ägypten der Tourismus für die Wirtschaft. Jeder siebte Arbeitsplatz, das ist fast ähnlich wie in Deutschland in der Automobilbranche, jeder siebte Arbeitsplatz in Ägypten hängt mit dem Tourismus zusammen. Und wenn jetzt wegen der Corona-Pandemie nach Hurghada, wir haben es ja gehört bei der Evakuierungsaktion, dass fast 40.000 Deutsche allein in Hurghada waren, die dann ausgeflogen wurden, dann kann man sich vorstellen, was an Wirtschaftskraft daran hängt. Abu Simbel, beliebter Ort. Und insgesamt versuchen an diesen touristischen Orten die Verantwortlichen, die Spannung gering zu halten. Es hat vor wenigen Monaten auch in Gizeh einen Anschlag gegeben mit Toten, als Touristen starben. Und Terroristen benutzten in der Regel solche symbolischen Orte wie Gizeh oder Abu Simbel, wo sie es noch nicht geschafft haben, aber genau dort Nadelstiche zu setzen, um politische Veränderungen zu bewirken oder auf Missstände hinzuweisen, Teilhabe zu fordern und so weiter. Alexandria ist sicherlich eines der Highlights. Man sieht es hier, die berühmte Bibliothek von Alexandria, die schon in Urzeiten erwähnt ist. Das ist die dem Land zugewandte Seite. Man sieht, es ist ein Rundbau, eine Scheibe. Der Architekt hatte die Vision einer Sonnenscheibe, die sich aus dem Meer herausschiebt. Das Gebäude steht also wirklich direkt am Meer. Und auf mehreren Stockwerken war mal der Anspruch dieser ägyptischen Bibliothek, von jedem Buch auf der Welt, was gedruckt wird, ein Exemplar zu bekommen. Ich vermute, das wird nicht allein aus Platzgründen mehr gelingen. Aber die berühmte alexandrinische Bibliothek, schon ja in antiken Zeiten, die leider ja abgebrannt ist, ist legendär gewesen. Und in Alexandria war immer auch ein kultureller Austauschpunkt von Intellektuellen, ja, eine Stadt der Hochkultur. Mit kurzen Wegen natürlich über das Mittelmeer auch auf die andere Seite. Auch in Alexandria gibt es eine Einrichtung, wo die Caritas Straßenkinder unterstützt. Wir sehen hier einen jungen Mann auf der rechten Seite, dessen linker Arm bandagiert ist. Das heißt, er hatte eine Schlägerei in der Nacht. Und diese Jungs, die Gewalt erfahren haben, die können dann dort medizinisch behandelt werden, können ihre schmutzigen Kleider ablegen. Es gibt eine Kleiderkammer. Sie können dann frische Kleider bekommen, bis dann ihre schmutzigen Kleider auch dort gewaschen sind. Und was mir besonders gut gefallen hat an den Caritas-Plakaten. Ja, das ist toll. Die Caritas Ägypten hat großflächige Plakate. Wir sind nicht die Gefahr, weil diese Straßenkinder, vor allem die Straßenjungs, die werden oft
wie Aussätzige behandelt, die nichts zählen, die man verprügeln darf, die oft auch in Drogenhandel involviert sind. Sondern die Caritas sagt, wir sind nicht die Gefahr, wir sind in Gefahr. Und wenn diese Jungs in diese medizinische Abteilung kommen, dann gibt es hier einen Medizinschrank und sie können an diesem Sack hier auch ihre Aggressionen auspowern, damit sie sich nicht gegenseitig schlägern, sondern einfach konstruktiv kanalisiert die Aggressionen, Aggressor heißt ja vorangehen, ist ja was Gesundes, diese Power auch hier rauslassen. Es gibt auch Nähangebote, wo, ja, in der Regel sind es eher die Mädels, hier Nähkurse machen können. Und noch ein Plakat ist mir aufgefallen in diesem Zentrum. Hör mir zu und vernachlässige mich nicht. Dazu ein Plakat mit einem Kind. Ich habe mir gedacht, dieses Plakat könnte auch die Caritas in Deutschland aufhängen, weil wir auch in anderen Ländern, auch in Deutschland, Situationen haben, wo Kinder oft sich selbst überlassen werden, wo ihnen nicht zugehört wird, wo sie mit elektronischen Medien abgespeist werden. Kinder brauchen es, dass ihnen zugehört wird, und das passiert hier bei der Caritas in Alexandria. Wie schaut es aus auf den Straßen? Ich habe hier nochmal eine Momentaufnahme mitgebracht. Pferdefuhrwerke mit Autos zusammen und das Wasser stand hier knöcheltief. Es kam ein Regenbruch, es war Januar und das war schon sehr speziell, als wir hier zu einer Neueinweihung fuhren. Der Mann, der hier zu uns spricht, ist Heini Maurice und er ist der Leiter der Caritas in Alexandria. Arbeitet eng mit der Caritas in Salzburg und auch mit unserem früheren Vorsitzenden Dr. Matthias Engel zusammen. Die beiden sind eng befreundet, ich glaube 30 Jahre schon. Und er zeigt uns stolz, wie ein Tag später dieses vierstöckige Gebäude eingeweiht wurde, wo Arbeitsplätze für Jungs, die auf der Straße leben, nun eingeweiht wurden. Gab auch Unterstützung von Industrie. Und ich fand es einfach nur toll, was hier geleistet wird. Auch Arbeitsplätze, also kleine Handwerksmöglichkeiten, die die Jungs dann haben. Aber uns ist auch aufgefallen, es brauchte einen Wachmann am Eingang. Ja, weil ansonsten ein solch neues Gebäude, was in einem Elendsviertel steht, in Gefahr steht, dann schnell auch ausgeraubt zu werden. Wollte ich gerade sagen, auch das ist wieder ein beeindruckendes Beispiel dafür, was für tolle Infrastruktur durch solche Projekte entstehen. Und wir haben ja immer so, wir kriegen ja in unseren normalen Nachrichten immer so diese Bilder, wie irgendwelche Zeltstädte aufgebaut werden oder irgendwelche Container. Und man sieht hier in dieser Sendung eigentlich sehr gut, dass die Hilfsorganisation, dass die Institutionenorganisation ordentliche, hervorragende, moderne Infrastruktur dorthin stellen, die nicht nur dafür gedacht ist, mal ein Jahr oder zwei zu bleiben, sondern die sich sozusagen dauerhaft institutionalisieren wollen. Es ist die Nachhaltigkeit, die mir auch auf diesem Bild nochmal... der junge Mann auf der linken Seite war selber mal auf der Straße lebend und hat es geschafft, dann eine Ausbildung zu machen, seinen Abschluss an der Schule zu machen, Erzieher zu werden. Und er, der früher selber auf der Straße lebte, ist heute zuständig für diese anderen Jungs, die er als Erzieher betreut. Und natürlich, jemand, der aus der gleichen untersten Schicht kommt, der ist ein Vorbild für diese Jungs, weil sie sehen, wenn ich meine Schule hier zu Ende bringe, wenn ich eine Ausbildung mache, dann kann ich es schaffen, als Straßenkind wegzukommen von der Gewalt, vom Elend und kann mein Leben selbst in die Hand nehmen, kann es gestalten. Und das passiert hier beispielhaft in der Einrichtung der Caritas in Alexandria. Ich war sehr beeindruckt und ich bin froh, dass über diesen Verein unseres Vorsitzenden Beate und Matthias Engelke, die im Vorstand sind, diese Arbeit unterstützt wird. Ich möchte zum Schluss nochmal aufrufen, die Caritas Salzburg hat unter dem Stichwort Ägypten Möglichkeiten, es braucht den BIC, wenn sie ins Ausland spenden möchten, um diese Arbeit zu unterstützen. Und unter www.caritassalzburg.de Hilfeangebote, internationale Hilfe und Katastrophen, Länderschwerpunkt Ägypten, finden Sie über die aktuelle Arbeit, die
die letzten Jahre eher noch zugenommen und wichtiger noch geworden ist. Weitere Informationen. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, was man auch erkennen kann. Auf der einen Seite sehen wir, was für fantastische Infrastrukturangebote entstehen. Aber man sieht natürlich auch, zum Beispiel in dieser Städte, die wir zuletzt gesehen haben, es gibt ja immer nur begrenzte Plätze. Wir haben Werkstätten gerade in der Sendung gesehen und dort finden ja einige Menschen Platz. Auf der anderen Seite haben wir ja in dieser Sendung und der Sendung davor über das gewaltige Bevölkerungswachstum in Ägypten gesprochen. Kann denn eigentlich das, was an zivilgesellschaftlicher Unterstützung da ist, in irgendeiner Form mit diesem demografischen Wachstum Schritt halten oder verschlechtert sich eigentlich durch das demografische Wachstum nicht permanent die zivilgesellschaftliche Situation in Ägypten? Die Zivilgesellschaft kann es nicht rausreißen, weil sie so viele Arbeitsplätze wie notwendig wären, gar nicht schaffen kann. Hm. Es gibt große Infrastrukturprojekte, Bau von Windparks bei Aswan, wo Fundamente gegossen werden, wo man viele Leute beschäftigen kann, also Wind, Solar. Ich sagte ja, dass 3% nur der Landesfläche von Ägypten bevölkert sind. 97% sind Wüste. Dort könnte man in großem Stil Solaranlagen hinstellen. Das wird im Moment einfach nicht getan und viel zu wenig. Auch das würde Arbeitsplätze im großen Stil schaffen. Man hat unter dem Suezkanal eine Unterführung gemacht, um die Stadt Port Said und Suez anzubinden. Auch das hat viele Arbeitsplätze geschaffen, aber es bräuchte letztendlich solche Großprojekte, weil die Kleinen werden es nicht rausreißen. Trotzdem, jede einzelne Einrichtung, sei es im fairen Handel, sei es in Kooperativen, Frauenkooperativen, Fayum, die eine Welthandelsbewegung oder das, was hier die Caritas macht, das sind Hoffnungszeichen. Und mir war es heute einmal in dieser Sendung wichtig zu sagen, bei allen Schwierigkeiten dieses Landes, es gibt in diesem repressiven System von Al-Sisi Menschen, die jeden Tag ihr Bestes geben, um ein Stück mehr Menschlichkeit in diesem Land zu verwirklichen. Und die gilt es für mich zu unterstützen. Ich glaube, diese Projekte sind umso wichtiger, als dass man permanent in den Medien lesen kann, dass die ägyptische Regierung Großprojekte betreibt, den neuen Regierungssitz, auch das neue ägyptische Museum, was wahrscheinlich jetzt kein Zuschussgeschäft sein wird. Aber die ägyptische Regierung wird ja immer kritisiert, Großprojekte zu machen, die eigentlich den Menschen nicht helfen. Insofern sind solche Projekte wahrscheinlich extremst wichtig. Absolut. Und ich wünschte mir, dass die ägyptische Regierung nicht mehr Kriegsschiffe zum Beispiel aus Deutschland kauft, sondern wirklich in diese Basisinfrastruktur investiert, die den Menschen dort zugutekommt. Herzlichen Dank, Frank Ferenczky, für das Gespräch über Ägypten und die Sozialprojekte. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich habe mich gefreut, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei waren. Und wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, erzählen Sie es weiter, geben Sie den Link auch weiter. Und vor allen Dingen noch einmal meine Bitte, unterstützen Sie über die Caritas die Arbeit in Ägypten, damit dort weiterhin Hoffnungsprojekte möglich sind. Bis zum nächsten Mal.